Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Beide Parlamente in Bonn und Ost-Berlin haben dem Einigungsvertrag zugestimmt. Die Ergebnisse wurden von den Abgeordneten mit großem Beifall aufgenommen. Heute muss sich noch der Bundesrat mit dem Vertragswerk befassen. Die notwendige Zweidrittelmehrheit gilt auch hier als sicher. Feierlich klang heute Abend in Bonn die Debatte aus. Namentlich mit Ja hatten 442 Abgeordnete dem Einigungsvertrag zugestimmt, 47 stimmten mit Nein, es gab 3 Enthaltungen. Die Grünen entzogen sich dem gefühlvollen Ausklang nach dem mehr als 11 Stunden dauernden Schlagabtausch. Unangefochten im Licht stand heute der Außenminister. Seine Politik fand allgemein Zustimmung bis Anerkennung. Helmut Kohl ließ seine Position von Wolfgang Schäuble vertreten und der bot dem Herausforderer und Kanzlerkandidaten aus dem Saarland, Oskar Lafontaine, Paroli, als es wieder um die Kosten der Einheit ging. Lafontaine, heute in der Rolle des Oppositionsführers im Bundestag, Vogel hielt sich bedeckt. Die innenpolitischen Fronten bleiben verhärtet. Die große Mehrheit der Bevölkerung weiß, dass sie dann, wenn erklärt wird, es gibt keine Steuererhöhung nach dem Wahltermin, belogen wird und geleimt werden soll. Haben Sie den Mut, Herr Bundeskanzler, vor die Bevölkerung zu treten und zu sagen, ich habe mich, als es um die Einschätzung der Kosten der Einheit ging, gewaltig geirrt. Ich sage jetzt der Wahrheit zuliebe, Steuererhöhungen sind unvermeidlich, wenn wir die Einheit finanzieren wollen. Wer nur in einer Rede im ersten Teil beschreibt, dass den Menschen in der DDR zu schlecht geht, und im zweiten Teil beschreibt, dass die Menschen in der Bundesrepublik zu viel zu bezahlen haben, der hat die Aufgabe nicht begriffen, um die es geht, die Menschen nach über 40 Jahren Teilung wieder in einem einen Deutschland zusammenzuführen. Von den Grünen war bekannt, dass sie sich gegen den Einigungsvertrag demonstrativ sperren würden. Ihnen geht alles zu schnell, die sozialen Lasten seien ungerecht verteilt, die Revolutionäre von drüben enttäuscht. Bereits am Nachmittag hatte der Einigungsvertrag in der Volkskammer eine klare Zweidrittelmehrheit erhalten. Viele Redner machten jedoch Bedenken geltend gegen den Umgang mit den Akten des ehemaligen Staatssicherheitsdienstes. Im alten Gebäude des Zentralkomitees, dem gefürchteten Machtzentrum des SED-Staates, tagte die Volkskammer, nachdem die Asbestverseuchung sie aus dem Palast der Republik vertrieben hatte. Im alten Leninsaal fiel ihre letzte historische Entscheidung, die Verabschiedung des Einigungsvertrages, der auch das Ende dieses Parlaments bedeutet. Ja, haben gestimmt 299 Abgeordnete. Damit war klar, die notwendige Zweidrittelmehrheit war erreicht. Der deutschen Einheit steht in der DDR nichts mehr im Wege. Applaus für den CDU-Fraktionsvorsitzenden Krause, den Chefunterhändler der Regierung. In der Debatte hatte es auch viele kritische Töne gegeben. Erwartungsgemäß lehnte die PDS den Vertrag ab. Dieser einseitige Kohlsche Weg zum Anschluss der DDR, bei denen Bürgerinteressen klein und die Interessen der NATO und der Konzerne groß geschrieben wurden, kann unmöglich unsere Zustimmung finden. Aber auch die Abgeordneten vom Bündnis 90, die Vorkämpfer beim Sturz des SED-Regimes im letzten Herbst, waren gegen den Vertrag. Ich will die Einheit Deutschlands und ich habe engagiert dafür gearbeitet. Aber dieser Vertrag, meine Damen und Herren, hat in seiner endgültigen Fassung so wesentliche Mängel, dass den vielen, den Bürgerinnen und Bürgern, denen ich Rechenschaft schuldig bin, schadet. Und jetzt noch einige Meldungen in Schlagzeilen. Die Namen der Volkskammerabgeordneten, denen vom Prüfungsausschuss wegen ihrer Stasi-Tätigkeit die Niederlegung des Mandats nahegelegt worden ist, werden zunächst nicht veröffentlicht. Das Parlament überwies einen entsprechenden Antrag der Fraktion Bündnis 90 Grüne zur Beratung an den Ausschuss zurück. Ein Mitglied der PDS-Fraktion bekannte sich inzwischen vor der Volkskammer zu seiner Mitarbeit bei der Stasi. Der Bundestag billigte am späten Abend außerdem noch ein Umwelthaftungsgesetz. Über den Gewässerschutz hinaus wird damit für Umweltschäden eine Gefährdungshaftung auch in den Bereichen Boden und Luft eingeführt. Inhaber besonders gefährlicher Anlagen wird auferlegt, eine Haftpflichtversicherung abzuschließen. SPD und Grüne lehnten das Gesetz als unzureichend ab. Die ersten 6 von insgesamt 60 Spürpanzern der Bundeswehr sind vergangene Nacht von Ramstein aus auf den Weg nach Saudi-Arabien gebracht worden. Die Bundesregierung hat sie den dortigen amerikanischen Streitkräften zur Verfügung gestellt, damit sie den Einsatz von Chemiewaffen exakt aufspüren können. Amerikanische Soldaten waren zuvor 3 Wochen lang für die Benutzung der Panzer ausgebildet worden.
Irak hat sich am Abend erneut entschlossen gezeigt, bei einem bewaffneten Konflikt so lange zu kämpfen, bis ein Sieg erreicht sei. In einer in Bagdad verbreiteten Erklärung hieß es, Irak werde für die Befreiung Jerusalems und der anderen heiligen Städten eintreten. Für den Fall eines Angriffs hat Informationsminister Jassim zuvor mit der Zerstörung aller Ölfelder der Region gedroht. Nach den schweren Unruhen in den schwarzen Siedlungen in Südafrika ist es zu einem Geheimtreffen zwischen Vertretern des ANC und der Inkatha gekommen. Die Begegnung war die erste zwischen hochgestellten Vertretern beider Organisationen seit 11 Jahren. Der ANC hat sich unterdessen auch zu einem Gespräch mit dem Führer der Inkatha, Buthelezi, bereit erklärt. ANC-Vizepräsident Mandela wird möglicherweise daran teilnehmen, um über ein Ende der Kämpfe zu beraten. Schwere Stürme in der Nordsee verhindern weiter das Auslaufen von 2 amerikanischen Spezialfrachtern aus dem Hafen Norden Hamm. Sie sollten bereits am Mittwoch die 102.000 US-Giftgasgranaten zur Verbrennung auf das Johnston-Atoll im Pazifik bringen. Naturkatastrophe. In einem schweren Taifun über Japan sind bisher rund 40 Menschen ums Leben gekommen, 90 werden noch vermisst. Der Orkan raste mit Spitzengeschwindigkeiten bis zu 180 Stundenkilometern über das Land und verwüstete große Gebiete. Tausende Häuser wurden abgedeckt, sintflutartige Regenfälle setzten Wohnungen unter Wasser. Erdrutsche machten zahlreiche Straßen unpassierbar. Der seit 3 Tagen tobende Sturm ist inzwischen abgeflaut. Es war der schwerste Taifun in Japan seit knapp 20 Jahren. Die Wettervorhersage für Freitag, den 21. September. Im Nordwesten wechselnde Bewölkung und wiederholt Schauer. Im übrigen Bereich bedeckt und zeitweise Regen. Im Tagesverlauf auch in der Mitte Übergang zu wechselnder Bewölkung mit einzelnen Schauern. Tiefsttemperaturen 7 bis 11 Grad. Höchstwerte zwischen 12 und 16 Grad. Mäßiger bis frischer, im Norden starker westlicher Wind mit Sturmböen. Die weiteren Aussichten wechselhaft, windig und kühl. Das, meine Damen und Herren, waren die letzten Nachrichten der Tagesschau. Wir melden uns wieder zu den angekündigten Sendezeiten. Von Georg Christoph Lichtenberg. Was den Schriftsteller beliebt macht, ist nicht sowohl neue Empfindungen zu beschreiben, als vielmehr den Gemeinsten einen Anstrich von Wichtigkeit zu geben und den Leser dadurch glauben zu machen, er habe etwas Ungewöhnliches gedacht. Oder noch besser, gemeine Dinge so schön zu sagen, dass der Leser den Gedanken nach dem Ausdruck schätzen, Glauben anfängt, er habe wirklich einen großen Anfall gehabt, indem er etwas ehemals gedacht, was sich so schön sagen lässt. Empfindsam schreiben heißen die Herren immer von Zärtlichkeit, Freundschaft und Menschenliebe reden. Ihr Schöpse, hätte ich bald gesagt, das ist nur ein Ästchen des Baumes. Ihr sollt den Menschen überhaupt zeigen, den zärtlichen Mann und den zärtlichen Gecken, den Narren und den Spitzbuben, den Bauern und den Soldaten, den Postillon, alle wie sie sind. Das heiße ich empfindsam schreiben. Was ihr schreibt, ist uns verhasst wie euer ewiges Fiedeln auf einer und derselben Seite. Der Mensch besteht doch noch aus etwas mehr. Gute Nacht.
alle Streben, Brüder, Herz und Abstand. Im Glanz des Liedes.